Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, diejenigen unter Ihnen, die bereits im September in Werl dabei waren, haben mich als Mathematiker und Statistiker kennengelernt. Ich habe ihn mit der Darstellung rein statistischer Wahrheit zum Skandal der österreichischen Bundespräsidentenwahl ein Beispiel für die Macht dieses Instrumentes gegeben. Heute werde ich Ihnen mit einem weiteren Beispiel aufzeigen, welche Überzeugungskraft Zahlen haben können. Wir, die Denk- und Handlungsinitiative für Deutschland, haben Beeindruckendes erreicht. Allein unsere Existenz zwingt die Altparteien dazu, zu Zugeständnissen im Interesse Deutschlands. Aber das reicht nicht. Wenn wir jetzt nicht handeln, gefährden wir Freiheit und Wohlstand für unsere Kinder und Enkel. Die AfD muss an Gestaltungsmacht gewinnen. Und zwar schnell. Es kann keine Frage mehr sein, dass ein tiefgreifender Wandel stattfinden muss. Weg vom Gefühl hin zum Verstand. Wer von uns ist denn nicht betroffen, wenn er das Elend in den Kriegsgebieten sieht? Aber das kann nicht unsere Führungspolitik sein. Was nutzt es dem Kranken, wenn der Chirurg weinend an seinem Bett sitzt? Ich weiß, dass ich nicht politisch korrekt argumentiere, sei es drum. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, mich nicht dieser bigotten, scheinheiligen und letztlich alles vernehmenden Mode zu unterwerfen. 20 Jahre sind historisch gesehen ein Wimpernschlag. Wenn ich Ihnen also heute ein Szenario von Deutschland im Jahre 2036 entwickle, so sprechen wir bereits von morgen. Menschliche Populationen zeigen Abwehr- und Ausgrenzungsreaktionen gegen eine Minderheit, wenn sich diese A deutlich von der Mehrheit abgrenzt und B ihr Bevölkerungsanteil im Bereich 10-15% liegt. Gleichzeitig zeigen dann Minderheiten eine wachsende Radikalität bei der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen. Diese 10-15% sind daher eine kritische Masse. Extrapoliert man die Dynamik des aktuellen demografischen Wandels bis 2036, so zeigt sich, dass der Anteil der Muslime in Deutschland bis dahin auf ca. 20% gestiegen sein wird. Das liegt weit oberhalb der kritischen Masse. Und weiter. Gary Fuller hat erstmals 1995 den sogenannten Youth-Bulge-Effekt beschrieben, auf Deutsch etwa Jugendüberschuss. Wenn große Teile der männlichen Jugend zwar ausreichend ernährt sind, aber keine Aussicht haben, eine angemessene Position in der Gesellschaft zu finden, steht ihnen als einziger Weg die Gewalt offen. Diese Woche habe ich ein Zitat von Ex-BND-Chef Schindler kürzlich gelesen, ich zitiere. Im Jahr 2015 sind deutlich mehr männliche, unbegleitete Migranten nach Deutschland gekommen, als die Gesamtstärke aller Soldaten der Bundeswehr. Man muss kein Prophet sein, um sagen zu können, dass trotz aller Bemühungen um Integration diese Anzahl ein großes Potenzial für Frust, Radikalisierung und letztlich Gewalt ist. Ende des Zitats. Ein statistisch gut abgesicherter Schwellwert für den Youth-Bulge-Effekt sind 20% Anteil der Alterskohorte von jungen Männern zwischen 15 und 24 Jahren. Dieser Wert wird in 2036 in Deutschland mit ca. 30% Anteil an der muslimischen Bevölkerung ebenfalls signifikant überschritten. Fazit. Der muslimische Bevölkerungsanteil wird 2036 über der kritischen Masse sein und zeitgleich eine besonders aggressive Altersstruktur aufweisen. Das bedeutet, wenn wir nicht sehr bald
eine Lösung für die Migrationsbewegungen finden, so muss man davon ausgehen, dass in Zukunft die Scharia Deutschlands Rechtssystem sein wird. Die innere Sicherheit ist akut gefährdet. Deutschland wird irreparablen Schaden nehmen. Zwar haben Ines Schwarzer und ich nicht besonders viel gemeinsam, aber in einem hat sie recht. Der Islam ist der Faschismus unserer Zeit. Handeln wäre schnell und entschieden. Es gibt keine andere Alternative als die Alternative für Deutschland. Das war's schon. Damit danke ich mich für das Schenken von Zeit und es wären jetzt Fragen möglich an den Kandidaten. Dann fange ich hier mal zu meiner Rechten an und gebe dann zur Linken rüber. Sie haben das Wort, bitte schön. Winfried Kranz, Kreisverband Leverkusen. Herr Reichert, eine Frage. War ja eine super Wahlkampfrede. Bloß wir sind hier Delegierte und Sie sollen uns überzeugen über Ihre Fähigkeiten und was Sie bis jetzt gemacht haben. Was haben Sie denn aktiv für die AfD im Augenblick gemacht? Im Kreisverband, in irgendeinem Landesverband oder irgendwo anders? Danke sehr. Fange ich mit dem ersten Teil der Frage an. Ich wollte Sie davon überzeugen, dass mein spezifisches Know-how, was Mathematik und Statistik angeht und das Auswerten von großen Datenbeständen, sogenanntes Data Mining, sehr wertvoll sein kann, dass man daraus Überzeugungspotenzial und Argumente gewinnen kann. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, ich bin seit 2013 Mitglied der AfD, bin stellvertretender Sprecher in der Städteregion Aachen gewesen, ich bin umgezogen, aber an Infoständen natürlich teilgenommen, habe mit die Homepage schon aufgebaut, E-Mails, Telefonanlage doppelt aufgebaut. Da können Sie viele Artikel von mir nachlesen, übrigens auch programmatisch. Bin dann seit August in der KV Stadt Aachen, habe in dieser kurzen Zeit auch bereits die Homepage aufgebaut, habe Telefonanlage aufgebaut. Selbstverständlich. Na gut. Danke sehr. Dann die nächste Frage. Bitte schön. Ja, Herr Reichert, Martin Kronenberg aus dem Kreisverband Düren. Als Libertärer würde mich interessieren, wie Sie zum Thema österreichische Schulen stehen. Geldsystem ist ja auch ein wichtiges Thema für die AfD und auch als Mathematiker sollte das keine Unbekannte sein. Wie stehen Sie zum Thema Geldsystem, Wirtschaftssystem grundsätzlich? Danke. Ich hatte das akustisch nicht verstanden. Österreichische Schulen? Genau. Also Sie meinen, wenn ich das richtig im Gedächtnis habe, das Arbeiten ohne Geld eigentlich. Ist das richtig? Nein. Nee. Versuchen Sie die Frage zu beantworten. Die österreichische Schule ist ein Privatwirtschaftssystem. Ja. Die Lehren von Misee und Hayek. Genau, Hayek. Bitte schön. Also dazu kann ich spezifisch nichts sagen. Was ich natürlich vom Geld her gesehen mit Ihnen wahrscheinlich teile, ist die Haltung zum Euro, ist die Haltung zu den Schulden, die wir gemacht haben. Da werde ich mich sicherlich von Ihnen allen nicht unterscheiden. Das ist aber mit ein Hobby von mir mit in der Wirtschaft, also mich auszukennen. Danke sehr. Dann gucke ich zu meiner Rechten. Da ist niemand. Dann geht es dort weiter mit dem Kollegen. Bitte schön. Danke. Sie haben gesagt, dass der Islam der Faschismus der heutigen Zeit ist. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus? Oder wie leitet sich das ab? Wie macht sich das bemerkbar auf Ihre programmatische Arbeit im Landtag? Also was wollen Sie fordern? Danke sehr. Das irgendwie zu retten. Danke sehr. Bitte schön. Also ich glaube, der Grundirrtum, der von vielen gemacht wird, ist, dass man den Islam als Religion betrachtet. Er ist aber zum großen Teil eine politische Ideologie. Und wenn viele von Ihnen vielleicht das Buch von Hamid Abdel Samad gelesen haben, der beschreibt das auch ganz genau, warum es eine politische Ideologie ist. Und man muss die Auswüchse, die daraus resultieren, ich kenne viele von Ihnen aus Ihrem eigenen Erlebnis im Kindergarten Ihrer Enkelinnen, Ihrer Kinder, muss ich Ihnen nicht beschreiben. Ich möchte, dass wir dort eine Kehrtwende machen, dass wir nicht weiter in diese Richtung gehen. Und ich finde, der Islam ist kein Nebenthema, sondern er ist das Haupt- und wichtigste Thema, auch im Land. Danke sehr. Dann die nächste Frage. Bitte schön. Etwas lauter. Werner Dembowski aus Dortmund. Ich stimme Ihnen fast 100% zu bei dem Problem der Islamisierung der muslimischen Jugendblase. Ich bin allerdings der Meinung, dass das nicht erst 2036 sein wird, sondern viel, viel früher.
mich interessiert, was wollen Sie, wie wollen Sie diese Sache begrenzen? Wie wollen Sie es umkehren? Was einen konkreten Vorschlag? Danke. Also eigentlich kann ich das nur aufgreifen, was zum Beispiel Frau Petri, aber natürlich auch andere unserer Führung schon immer gesagt haben. Man muss in erster Linie die Gesetze erstmal anwenden. Man muss diejenigen, die eben hier keinen Schutz suchen, die kein Asyl bekommen, die muss man halt wieder dorthin zurückführen, wo sie hingehören. Wir müssen uns einfach an das Gesetz halten. Mehr ist dazu eigentlich zunächst mal nicht zu sagen. Ich will ja keineswegs, dass wir keine Asylanten aufnehmen können, nicht den Menschen helfen. Selbstverständlich, das ist unsere Pflicht. Aber eben gesetzeskonform. Danke sehr. Es wäre jetzt noch Raum für eine Frage. Dann zähle ich ab. 3, 2, 1, 0. Ich bedanke mich bei den Kollegen.